Hallo und herzlich willkommen zurück zu Splatoon. Wir haben diesmal den Schirm, ich glaube, er heißt Pluviator oder so ähnlich. Ich bin ja mal gespannt, wie der ist. Also beim Üben jetzt selber war ich etwas hin und her gerissen, ob der jetzt gut ist oder doof. Der Schild ist eigentlich echt ziemlich cool. Und jetzt gerade eben war der, glaube ich, auch gar nicht mal so unwichtig. Aber ich bin mir halt nicht sicher, man muss ihn relativ lange aufheben. Und muss dann auch natürlich noch hoffen, dass jemand da reinrennt. Perfekt. Achso, ja, jetzt sind wir wieder auf dieser coolen Stage, wo ich mir nicht so sicher bin, wie die nun funktioniert. Einmal haue ich das hier hin. Perfekt. Jetzt kann ich nämlich den Teil oben einfärben und ich färbe den Teil unten ein. Also zeitgleiches Arbeiten quasi. Okay, gut. Das hat jetzt nicht ganz so funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte, aber ich bin trotzdem relativ zufrieden damit. Ah, das ist mega cool. Ja, ist gar nicht blöd. Ich kann mich wenigstens etwas vortrauen, ohne dass ich gleich weggesplattet werde. Okay, gut. Mist. Okay, Moment. Ich stand genau neben den. Wow, ich hätte mich vielleicht in die andere Richtung drehen sollen. Aber das ist... Ich glaube, die Waffe mag ich. Oh, ich springe mal gleich zu dir, wenn ich... Dann halt nicht, dann springe ich zu dir. Auch vollkommen okay. Hau dann gleich mal einen Sprengler auf den Boden. Perfekt. Oh, ich glaube, der Sprinkler ist sogar eine relativ schöne Camouflage-Geschichte. Wenn man irgendwie vorgaukelt, man würde woanders stehen. Ach. Okay, das ist mega cool. Ja, oh, wie schön. Oh, wie gut. Ich erwische mich ja selten, wenn ich beim Splatoon-Spielen den Arm hochreiße, weil ich mich gerade freue. Aber irgendwie ist das mega cool. Das wollte ich genau da hinsetzen. Nicht. Ich werfe das mal noch hier hin, dann kommen die vielleicht nicht hier runtergesprungen. Mega gut. Wow, 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 wow. Okay, okay. Ah, ich habe nicht genug Tinte für so einen Spaß. Oh, das ist super geil. Okay, ich mag den Schirm. Ach, schön. Eine Waffe, die stressen kann. Das nicht nur mich. Das ist gut. Ach, top. Okay, gut. Na, dann war das doch schon mal eine relativ witzige Runde. Wir sind sogar gar nicht mal so blöd. Cool. Ach, klasse. Okay, gut. Ich bin bereit für die nächste Runde. Neuer Effekt. Was haben wir denn? Ich glaube, das war Sekundärverbrauch. Das ist gut. Ah, dieselbe Stage nochmal. Na, ich bin ja mal echt gespannt. Mir ist vorhin eingefallen, dass ich überhaupt nicht wusste, ob sich das gelohnt hat, die Brücke oben mit dem Regen noch zu beträufeln, weil ich ja überhaupt nicht wusste, ob die nicht sowieso schon unsere Farbe hatte. Okay, aber ich mag den Schirm bis jetzt sehr. Das ist eine sehr coole, ich habe Angst, ich muss mich verstecken, Waffe. Ob das jetzt so für mich spricht, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall genau mein Spielstil. Erstmal verstecken. Ich möchte mich gerne... Ich habe gehofft, er steht noch weiter vorne, aber ich weiß nicht mal, ob ich ihn jetzt weggeschoben habe. Wow. Aber ich glaube, er war genauso überfordert wie ich gerade. Das war irgendwie ganz nett. Aber er hatte definitiv mehr Kontrolle über das, was gerade passiert. Gut. Ich glaube, das war der sogar gerade. Dann ging das ja recht schnell zurück. Einmal das. Ah, Mist, habe ich ihn noch geworfen? Ich weiß nicht, ob es gerade regnet. Ich kann die Kamera... Ja, es regnet. Ein Glück. Cool. Dann habe ich wenigstens ein bisschen Ärger gemacht dort drüben. Ja, die regnet alles etwas voll. Das ist schick.
Ich möchte das hier mal einfärben, weil ich immer noch nicht weiß, ob die dazu zählt. Aber ich fand, es gab so ein paar Argumente. Und dadurch, dass es die Punktzahl aber auch erhöht, das habe ich zumindest im Internet nochmal nachgelesen, zählt es wohl doch zu der Fläche mit, die am Ende zählt. Ah, ich habe irgendwie raus, an dieses Ding zu schmeißen. Ich möchte bitte ganz kurz da hochwerfen. Und mich kurz verstecken. Wow, 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 wow. Ah, Mist. Auch gut. Danke fürs Wegräumen. Ach, das ist schön. Mir gefällt das sehr gut zurzeit. Ugh. Gut. Ah. Ich bin doch sehr schnell aus out of Tinte, wollte ich sagen. Das klingt irgendwie falsch. Aber ich habe sehr schnell keine Tinte mehr. Ich bin da. Ich werfe das mal noch da hoch. Oh, das. Ich kriege die Karte nicht zu. Meine Güte, Hilfe. Überfordert mit Tasten. Okay, die sind auch schon in Gefahr. Das gefällt mir sehr gut. Ich hab's zurzeit nicht so ganz raus mit Springen. Ich drück dauernd X zum Springen und mach die Karte dabei auf. Gut, wir übertünchen mal hier noch den ganzen Rest. Okay, da hätte ich jetzt gerne nochmal geschossen, aber das lief, glaube ich, echt gut. Ja, das war eine gute Runde. Gefiel mir. Der Pluviator. Sieh an, ich hätte nicht gedacht, dass ich den Schirm mal mag. Also ich habe den Undercover probiert und der verschwindet ja quasi nicht. Der macht ja nicht nach vorne und ich habe sogar am meisten Punkte. Ich habe so schlecht gespielt. Ah, die hatten ein weniger. Alles klar. Schade, dann kann ich mich jetzt gar nicht mehr so sehr drin rühmen. Na, was kriegen wir? Schneller laufen und irgendwas ist höher. Na gut, wir gehen einfach mal in die nächste Runde. Es sucht gerade unglaublich lang nach Kämpfen. Ich weiß nicht, ob 12.54 Uhr eine ungünstige Zeit für Splatoon ist, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Hm. Na, versuchen wir mal weiter den Schirminator zu spielen. Der scheint ja relativ gut für meinen Spielstil zu sein. Wegrennen, schlagen. Oder andersrum, je nachdem. Hm. Nice. Also ich bin bis jetzt relativ begeistert von dieser Waffe. Ich bin unglaublich froh. Danke. Ah, wir werfen das mal kurz hier hin. Perfekt. Ja, ich glaube, das verhindert ein bisschen das Runterkommen von denen. Das vielleicht auch. Oh, es sind auch gerade alle irgendwie im Spiel. Das heißt, es kann sowieso keiner kommen und uns irgendwie zu ärgern, zu piesacken und gemein zu besiegen. Das mal noch dorthin. Mist, ich wollte dich eigentlich voll schocken. Jetzt hat nicht ganz geklappt. Ah. Ah, Mist. Jetzt hätte ich meinen Schirm eigentlich öffnen müssen. Ich muss dran denken, dass ich die Taste gedrückt halte, sobald irgendjemand vor mir steht, damit ich Ärger machen kann. Ich gehe mal kurz hier rum. Ich möchte mal ganz kurz. Oh mein Gott. Unter die Brücke lunzen, wollte ich eigentlich sagen. Danke sehr. War ein schickes Doppel-K.O. gleich. Okay. Ah, schade. Ich habe gedrückt gehalten, aber es hat leider nicht geholfen. Na, zumindest färbe ich da oben noch ein bisschen was ein. Ich spring mal zu dir. Die Runde sieht sehr ausgeglichen aus gerade. Das ist schön. Also ich sehe Leute auf beiden Seiten zumindest vorn. Immer mal. Oh, ich habe das bis hier hingeschossen. Das war natürlich nicht geplant. Ah, Mist. Ah, ich habe es schon wieder getan. Nein. Oh.
Warum will ich immer mit X springen? In welchem Spiel springt man denn mit X? Bei Kirby springt man mit X, aber bei Kirby springt man mit gefühlt jeder Taste. Ich habe keine Ahnung. Gut. Oh Mann. Habe ich mir nicht gut angewöhnt. Wow, ich wollte mich noch schnell drehen. Ach, man kann sich mit dem Schirm nicht schnell drehen, ne? Das sieht interessant aus. Ich glaube, wir haben mehr. Wir haben bestimmt mehr, oder? Danke sehr. Ach, wie schön das ist. Okay, cool. Na, das gefiel mir gut. Okay, dann würde ich sagen, ich glaube, das war jetzt das dritte Match. Ja. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann würde ich sagen, bitte bewerten, kommentieren und vielleicht mit euren Freunden teilen. Ich entferne jetzt die Effekte und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, euer Elik. Bye.